Was wäre eigentlich, wenn der Tesla-CEO Elon Musk die 1,5 Milliarden US-Dollar nicht in Bitcoin, sondern in Dogecoin investiert hätte? Und was hätte das für gravierende Auswirkungen auf den Markt und auf den Kurs des Coins? Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und zu Beginn des Videos möchte ich sagen, dass das hier eine theoretische Durchrechnung ist. Das heißt, die angegebenen Werte und die angegebenen Resultate in diesem Video sind alle hypothetisch und meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Trotzdem rechne ich das Ganze heute einmal durch, da mich viele Zuschauer gefragt haben, was denn jetzt theoretisch wäre, wenn Elon Musk diese 1,5 Milliarden Dollar in Dogecoin investieren würde oder investiert hätte, anstatt in Bitcoin. Und das rechnen wir heute gemeinsam einfach mal durch, zusammen mit den jeweiligen Auswirkungen, die dadurch resultieren würden. Fangen wir also an. Zu Beginn sei erstmal gesagt, dass es im Moment 130 Milliarden Dogecoins ungefähr auf dem Markt gibt. Die Marktkapitalisierung liegt insgesamt bei 5,590 Milliarden Euro. Das heißt, alle Coins zusammen ergeben bzw. haben einen Wert von 5,59 Milliarden Euro. Ein Coin kostet im Moment 0,043 Cent. Wir haben heute den 22. Februar 2021, also die Zahlen können sich natürlich ändern, wenn ihr dieses Video schaut. Wie rechnet man das überhaupt einmal durch, damit wir auf dem aktuellen Stand sind? Man rechnet die gesamte Marktkapitalisierung, das heißt den kompletten Wert, durch die Anzahl der Coins, also die 5,59 Milliarden durch die 130 Milliarden und kommt dann dementsprechend auf 0,043 Euro pro Coin. Ganz wichtig für später. Als nächstes hat Elon Musk natürlich 1,5 Milliarden Dollar investiert und nicht in Euro. Und wir rechnen heute in Euro, weil mit Dollar können wir alle nicht viel anfangen. Das ist zu dem momentanen Wechselkurs das Ergebnis. Aus 1,5 Milliarden Dollar bzw. 1,5 Milliarden Dollar spiegeln im Moment 1,235 Milliarden Euro wider. Mit dem Euro-Wert werden wir natürlich weiterrechnen. Was passiert? Die Marktkapitalisierung von 5,59 Milliarden Euro würde steigen auf 6,8 Milliarden Euro, also um ca. 22%, wenn Elon Musk an die Börse gehen würde bzw. an eine Handelsplattform und für 1,5 Milliarden Euro einfach Dogecoins kaufen würde. Das würde natürlich den Preis dementsprechend um 22% anheben und was daraus wird, sehen wir hier. Bei einer theoretischen Marktkapitalisierung von 6,8 Milliarden Euro durch die 130 Milliarden Dogecoins hätten wir einen Preis pro Coin von 0,0525 Euro, also von 4 Cent auf 5 Cent. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber es sind immerhin 22%. Jetzt wird das Ganze erst so richtig interessant. Was passierte damals bei dem Kauf von Bitcoin? Wichtig, der Kauf von Bitcoin hat den Bitcoin-Markt an sich nicht wirklich beeinflusst. Wir haben im Moment bzw. zum damaligen Zeitpunkt ca. 600 Milliarden Euro im Markt gehabt. Da machen 1,2 Milliarden Euro den Kohl nicht mehr fett. Das ist nicht mal 1%. Und wenn wir überlegen, dass Bitcoin am Tag mal eben easy um 5-6% schwankt, das fällt im Kurs fast gar nicht auf. Doch als veröffentlicht wurde, dass Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat, ist der Kurs nach oben geschossen. Das sind jetzt nicht nur Käufe von Leuten, die gesagt haben, boah, der Elon Musk hat investiert, ich muss auch mit reingehen. Das sind auch Investoren, die gesehen haben, oha, der Kurs steigt, ich gehe mit rein. Das sind viele Leute, die gar keinen Plan haben, wer überhaupt Elon Musk ist. Das ist ganz wichtig, deswegen ist es natürlich nur eine theoretische Durchrechnung. Ja, an dem Montag, an dem das Ganze veröffentlicht wurde, ist der Kurs vom niedrigsten Stand ca. 32.000 Euro auf den zu dem Zeitpunkt höchsten Stand ca. 39.000 Euro gestiegen. Ich zeige euch hier natürlich die Marktauswertung. Das heißt, die Marktkapitalisierung, das heißt der gesamte Wert des Bitcoins, ist von ca. 599 Milliarden, knapp 600 Milliarden, auf 733 Milliarden gestiegen, was eine Differenz, also ein Wertzuwachs von 133 Milliarden Euro ergibt. Eine Menge Kohle. Addiert man nun diese Differenz plus die 6,825 Milliarden Euro, würde man theoretisch auf 140 Milliarden Euro Marktkapitalisierung kommen. Das ist der Wert, der momentan in Dogecoin steckt, plus die Investition von Elon Musk, plus die theoretischen 133 Milliarden Wachstum bzw. Zuwachs, ja, durch den daraus ausgelösten kurzen extremen Hype. Rechnet man das jetzt alles durch mit unserer alten Formel, dann rechnet man die 140 Milliarden Euro durch die 130 Milliarden Dogecoins und kommt auf einen Wert pro Coin von 1,079, also 1 Euro und knapp 8 Cent. Ja, ich denke, fast jeder von uns und von euch hätte da etwas anderes erwartet. Das ist auch ganz normal. Viele Leute stellen sich einfach
diese Dinge anders vor. Und diese Videos nutze ich natürlich auch, um zu zeigen, ja, der Kurs kann stark steigen und der kann auch extrem schwanken. Allerdings ist es nicht so, wie viele Leute dann erzählen, jo, mach aus 2 Cent 2 Milliarden. Es ist einfach Quatsch. Aber jetzt springen wir nochmal auf Tag 1 zurück und sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt für unsere zuerst angenommenen 4,3 Cent, also 0,043 Euro, ja, für 1 Euro Dogecoin gekauft hätten? Es wurde ja in Videos gesagt, dass aus 1 Euro easy 800.000 werden. Was passiert jetzt bei so einem krassen Anstieg, der jetzt wirklich krass ist? Bei einer Investition von 1 Euro bekommen wir 23 Coins, circa 23,25. Rechnet man diese jetzt mal den angenommenen Wert von 1,08 Euro, so hätte man aus 1 Euro knapp 25 Euro gemacht. Ja. Das ist natürlich nicht viel, wenn man vorher im Kopf hatte, dass man aus 1 Euro 800.000 Euro macht. Auf der anderen Seite wäre es aber ein extremer Wachstum. Ich beispielsweise habe 100 Euro in Dogecoin investiert. Das heißt, packt man hinter diesen 1 investierten Euro 2 Nullen, 100 Euro, muss man diese natürlich auch dementsprechend dann bei dem theoretischen Wertzuwachs hinterpacken. Das heißt, hinter die 25 Euro, sprich 2 Kommastellen. Das heißt, wir haben 250 Euro, 2500. Aus einem Investment aus 100 Euro hätte man also 2500 Euro gemacht, theoretisch. Die Zahlen sind hier absolut unrealistisch. Dass es so einen Tag geben wird, das glaube ich niemals. Es ist aber theoretisch möglich und würde ungefähr dieses Ausmaße annehmen, wenn alles so eintrifft, wie hier prognostiziert. Das ist natürlich, wie gesagt, alles sehr theoretisch. Bedenkt bitte auch, dass sich die Zahlen natürlich täglich ändern. Wenn ihr dieses Video schaut, werdet ihr zu 100% einen anderen Wechselkurs haben zwischen dem Euro und dem Dollar. Ihr werdet zu 100% einen anderen Preis pro Coin haben, 100% eine andere Differenz beziehungsweise halt komplett andere Zahlen und Werte. Wie gesagt, das Ganze nehmen wir jetzt gerade auf, beziehungsweise nehme ich gerade auf am 22. Februar 2021, und selbst heute ändern sich die Zahlen immer sekündlich. Also ich habe die Zahlen eben aus dem Internet rausgeschrieben, die werden halt jetzt schon wieder komplett anders sein. Alle Angaben ohne Gewähr, es kann natürlich sein, dass ich hier 1-2 Fehler gemacht habe. Sollte dem so sein, dann tut es mir auf jeden Fall leid, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genauso wie ihr mir bitte in die Kommentare schreibt, falls ihr noch andere Videos davon sehen wollt. Vielleicht andere theoretische Durchrechnungen, was wäre wenn, oder vielleicht informative Videos, die euch dementsprechend weiterhelfen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage ein Video rausbringen, wo ich sage, wo man am besten und am sichersten und am schnellsten mit Kryptowährung handeln kann, wo man diese am besten erwerben kann und wo man diese auch am besten verkaufen kann. Für weitere Fragen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich mega darauf und möchte hier nochmal ein fettes Dankeschön für den ganzen Support der letzten Tage auf jeden Fall aussprechen. Es hat mich echt gefreut und ich hatte es noch nie, dass ein Video von mir so viral gegangen ist, dass ich so viel Aufmerksamkeit in so kurzer Zeit bekommen habe. Ich bin echt überwältigt und ich freue mich, gemeinsam mit euch etwas Geiles aufzubauen. Und da ich darauf hingewiesen wurde von 1-2 Leuten, du hast hier gar keine Quellen angegeben, habe ich hier euch einmal die Quellen angegeben. Beispielsweise CoinMarketCap, wo ich die Bitcoin-Werte her habe, den Umrechner Euro pro Dollar, und ja, bei euch wird was anderes rauskommen durch den anderen Wechselkurs, und natürlich die Daten, an denen veröffentlicht wurde, dass Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar mit Tesla in Bitcoin investiert hat. Ja, wie gesagt, alle Zahlen und Daten können sich natürlich noch ändern. Das war's von mir. Falls ihr euch Bitcoins ETC kaufen wollt, dann nutzt gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr auf jeden Fall etwas zurück und ihr gebt mir etwas zurück. Vielen Dank dafür. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Freunde.